Ich mache gerne über einen Ali erzählen. Das ist so wie so eine kleine Figur. Und Ali heißt atmen und Öl heißt lächeln und I heißt Inhalte, also nachdenken. Ich sitze dann manchmal ein, wenn es einer Freundin schlecht geht oder vor einem wichtigen Test, zum Beispiel Schularbeit oder so. Und dann sage ich einfach, denk an den Ali. Und dann mache ich die Aufgaben und dann geht es mir gleich viel besser. Ich sage zum Beispiel zu meiner Freundin, der Ali, das ist ein Männchen, da kannst du einfach atmen, lächeln und nachdenken. Und dann hucke ich mich zum Beispiel zu ihr und dann machen wir das gemeinsam. Mit dann beide dreimal ein- und ausatmen, dann da mal lächeln und dann mal beide uns Sachen erzählen, die was uns aufheitern. Der Ali, der hilft ganz gut. Man wird dann nicht mehr so nervös oder man ist nicht mehr so traurig. Also da hilft schon gut. Ich darf, wenn es einen Streik gibt in der Klasse, einfach umdrehen und selber sagen, mir egal was die dann, ich halt mich da aus. Wer siehst, wird der Streit immer nur größer und dann bist du damit einbezogen und wärst vielleicht blöd angeredet. Also ich darf da einfach umdrehen und weggehen. Ich mache nicht immer, dass es immer Streit gibt, sondern ich darf vorher immer nachdenken, was man sagt zu anderen und über die Dinge nachdenken, wieso man eigentlich halt streiten muss. Man muss ja nicht immer streiten, nur wegen einer kleinen Kleinigkeit. Ich denke einfach nach, also ich denke jetzt nicht über den Streit nach und denke einfach, dass das nicht war. Ich denke dann an meine Familie und an meine besten Freunde und was wir immer so erlebt haben. Ich schalte dann einfach mein Hirn vor die blöden Sachen aus. Ich darf immer an positive Sachen denken und nicht immer an die blöden Sachen denken. Ich darf einfach mal nicht nachdenken, was kommt jetzt zu den anderen blöd sagen, sondern einfach ja, für deine Sachen, was du gut kannst, darf ich da einfach mal zu denen nachdenken und nicht zu den blöden. Ich kann gut turnen, ich kann gut reiten, ich mag Tiere ganz gern, also ich kann meine Tiere gut füttern und so. Ja, ich kann eigentlich mit Tieren gut umgehen und so. Ich habe 3 kleine Meerschweinchen und ich kriege bald eine kleine Babykatze. Ich bin fröhlich bei meiner Familie, mit meiner Schwester habe ich schon viele tolle Ausflüge gemacht. Ich freue mich immer, dass ich die Mia immer habe, auch wenn wir manchmal streiten, aber das gehört zu einer Schwester dazu. Ich mag das auch gern mit Freundinnen spielen, neue Sachen zum Ausprobieren